Wir brauchen eine kubanische Zigarre heute. Ja, wir haben genug Quatsch jetzt in letzter Zeit geraucht. Jetzt geht's wieder Richtung Kuba. Das letzte Mal war vor einer Woche. Was soll denn das? Also eine Woche ohne Kuba, das geht ja gar nicht. Deswegen gibt's heute die Quiet Orsay Nummer 54. Mein Hund guckt schon, wie, warum ich so komisch... Aber er kennt mich eigentlich schon, dass ich immer so Ticks hab. Was ist los, hä? Ich red doch immer so, gell? Vor allem auf dem Klo. Und ja, die 50er... Hatte ich ja schon mal reviewed, glaube ich, vor eineinhalb Jahren. Habe ich aber dann auch eine 25er-Kiste dann geholt. Ist schon fast weggeraucht. Das ist halt so eine Zigarre, recht relativ mild. Kann man gut wegrauchen, auch nach ein, zwei, drei Jahren schon. Lagerzeit, das ist keine kräftige Zigarre. War ursprünglich für den französischen Markt eigentlich gedacht. Wurde halt dann auch 2017 irgendwie erst vorgestellt. Und dann aber irgendwie doch kam das dann ziemlich schnell nach Deutschland, das Teil. Und aber die 54 habe ich eigentlich auch relativ selten, zumindest online, verfügbar gesehen. Halt immer nur die 50er. Und hier und da kriegt man jetzt aktuell dann auch die 54er. 13,3 cm Länge, 54er Ringmaß, die dicke Schwester, die dicke Elke von der 50er halt. Ja. Ich habe schon eine geraucht gehabt. Vom kalten Geruch her. Ist hier ein bisschen hölzerner als die 50er, finde ich. Bisschen ja, Stroh wieder, leicht floral, leicht heuig, Stroh, leichte Kräuter, aber wirklich ganz fein. Ja, so ganz, ganz feine florale Aromen vom Kaltzug her. Bitter, Leder, Holz, Kellergewölbe, Schärfe. Also die ist noch relativ frisch offensichtlich. Ich habe die jetzt erst seit 4 Wochen bei mir am Start. Ich habe nur 3 einzelne bekommen. Ja, das war jetzt auch bei der ersten, die ich von den 3 geraucht habe, auch der Eindruck, dass sie etwas kräftig, also in Anführungszeichen, es ist halt immer das, wenn ich sage, die ist kräftiger als die, dann heißt es nicht, dass die kräftig allgemein gesprochen ist. Zum Beispiel Hoyo de Monterrey ist ja eigentlich auch eine sehr milde Marke, aber da gibt es halt trotzdem die Epicure 1 und 2, die sind halt einfach nicht wie Hoyo Standard. Die sind kräftiger als normale Hoyos. Aber natürlich, die reihen sich trotzdem in mildere Zigarren ein, ist ja klar. Aber es war vom, ja, auch jetzt wieder, kommt ein bisschen grasiger, leicht bitterer. Leicht erdiger daher, leicht ledrig. Also, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr Aroma-Intensität als die 50er. Die war ja so ein bisschen holzig, klar, so ein bisschen Leder, ein bisschen Erde, aber halt auch so ein bisschen cremig und ein bisschen nussig. Ja, ein bisschen verspielter, sage ich jetzt mal. Kostet 13,50, glaube ich, aktuell. Aber zumindest der alte Preis. Aber ich sehe schon, es wird ein guter Smoke. Nimmt zwar gut an. Kaum Gegenzug. Schönes Rauchvolumen. Muss zweimal ziehen, so, dann kommt's, aber ja. Leder. Die ist schon sehr ledrig und auch eher auf einer trockeneren Seite als cremig, so wie die 50er, finde ich. Die ist ein bisschen cremiger. Es ist einfach so. Erinnert jetzt gerade so ein bisschen fast schon an Pataga Serie D Nummer 4, aber natürlich nicht ganz so. Nicht ganz so. Ein bisschen leichtfüßiger kommt sie schon daher. Bisschen kräftiger als die 50er. Nicht ganz so cremig und nussig wie die 50er. Einfach ja, zwischen leicht und mittelkräftige kubanische Zigarre. Schon mal anfangen. Und eher ledrig, trocken.
mein erster Eindruck, gibt mir nicht mit dem Update. So frisch ist, kann man sie echt gut runterrauchen. Ja, jetzt nach 75 Minuten ist sie fast schon am Ende. Ja, Viertelstunde kriegen wir noch hin. Geschmacklich eher jetzt erdig, ledrig nach wie vor. Kam nichts Aufregendes so hinzu. Halt holzig, ledrig, schöne Aromen, ein bisschen Gewürz. Am Anfang mehr Gras, ne? Also, ja, eine leicht bis mittelkräftige Zigarre für einen guten Preis, wenn man sie denn findet, 13,50. Brennt halt relativ schnell ab, aber dadurch hast du halt dafür, weil es ja relativ leicht gerollt ist, dafür hast du halt ein gutes Rauchvolumen, sehr, sehr gutes Rauchvolumen und kaum Gegenzug. Ja. Abbrennt ist gut. Ja.